Meine lieben Banished-Freunde, ich heiße euch herzlich willkommen. Wir sind zurück und werden den allerersten Blick in dieser Episode einmal auf unser Rathaus richten. In der letzten haben wir 56 Nomaden aufgenommen. Und jetzt hätte ich doch gerne mal gewusst, wie hier unsere Nahrungsproduktion ist. Also eigentlich ist sie bis jetzt recht ausgeglichen. Wir verbrauchen 27.000, wir produzieren aber auch 27.000. Wir haben im letzten Jahr knappe 42.000 produziert, ne Quatsch, verbraucht und 50.000 produziert. Ja, aber trotzdem möchte ich in dieser Episode das immer noch weiterhin machen, was wir hier oben in den letzten zwei Episoden mittlerweile schon angefangen haben. Wir werden hier unsere Bauern ein bisschen mehr auslasten. Das heißt, jetzt werden wir direkt diese hier müssten wir abreißen. Ich glaube, das mache ich auch ganz einfach. Ich muss mal kurz gucken. Wir haben ja jetzt so viele Nomaden aufgenommen. Ich glaube, selbst die haben noch nicht alle ein Haus. Oder doch, die haben alle schon Unterkunft. Wahrscheinlich sind die jetzt hier in unserer Zweitsiedlung alle untergekommen. Hier hinten, die ich gebaut habe. Ja klar, die werden hier hinten alle sein. In unserer kleinen... Die könnten da nicht mal ein paar Straßen haben, ne? In unserer kleinen Handelssiedlung. Kann ich hier gar nicht rüber? Achso, ja, die habe ich aber auch komisch hingebaut. Und da geht auch keine Straße lang. Muss ich halt so bauen. Naja gut, ich habe das ja... Oh, das muss ich sogar dreispurig machen. Ach, hier durch die Mitte können wir auch noch einen Weg bauen. Das ist ja lustig. Ja, wir werden hier erstmal nur stinknormale Feldwege bauen. Hier machen wir... Ja, hier mache ich noch nicht so viele. Vielleicht bauen wir hier vorne auch noch ein paar Häuser hin. Hier müssen wir noch. Und dann müssen wir... Ja gut, die hier vorne, die möchte ich schonen. Das hier soll eine gepflasterte Straße werden. Zumindest erstmal hier bis zur Brücke. Ach, sogar dran vorbei. Nee, wir machen erstmal bis zur Brücke. Weil das hier soll die doppelte Straße sein. Und ich glaube, nach hier machen wir auch eine doppelte. Und dann machen wir hier noch kleine Feldwege zwischen. Und hier machen wir das gleiche einmal rum. So. Muss ich hier den Punkt erwischen? Da. Ja, so machen wir das. Da haben wir. Machen wir hier noch einen kleinen Weg her. Und ich denke doch, sollte erstmal reichen, dass die hier nicht mehr komplett auf dem nackten Gras rennen müssen. So, gucken wir gleich nochmal nach. Also wir wissen, wir haben genug Häuser für die Nomaden schon errichtet. Das heißt, ich werde es jetzt riskieren. Und wir werden hier hinten einen Kahlschlag machen. Bam. Wir reißen hier alles ab. Ja, zapp. Gut, wir haben jetzt vier Leute, die obdachlos sind. Vielleicht bauen wir hier vorne noch zwei, drei Häuser her. Hier haben wir eben ein paar hübsche Landhäuser. Dann setzen wir doch hier noch einfach welche dazu. Hier machen wir... Ich glaube, hier wollte ich auch eine doppelte Straße hersetzen. Dann machen wir dich dahin. Dann drehen wir dich einmal so rum. So, und du gehst nach da. Und du gehst... Ne, eigentlich müsst... Naja, gut, jetzt ist das ja nicht so wild. So, glaube ich. Ich muss mal an der Hand der Straße gucken. Hier. Na. Ja, nee, dürfte... Dürfte richtig sein. Machen wir mal hier vorne noch die doppelte Landstraße, hätte ich bald gesagt. Pflasterstraße hier rüber. Achso, hier könnten wir natürlich auch noch was hinzimmern. Oder da sind sie aber mal schnell hinter. Wenn es um Häuser geht, die wollen sie mal ganz schnell fertig haben. Klar, die wollen natürlich nicht unter nackten Himmel schlafen. Unter nackten Himmel schlafen müssen.
So, da machen wir auch noch eine doppelte Straße hin. Das sieht aber viel gemütlicher aus und viel realistischer, sage ich mal. Und vor allen Dingen alterstümlicher, hätte ich bald gesagt. Also mittelalterlicher, falls das ein richtiges Wort ist. So, dann bauen wir die dahin. Hier vorne wird jetzt gerade das Lager leer geräumt. Ihr seht, das ist voll. Da kommen die ganzen Leute und schleppen hier. Ja, zap, zap. Ach, jetzt müssen die Häuser, ich müssen sie auch noch leer machen. Ja, da sind ganz schöne Menge Sojabohnen drin. Achso, wir haben doch irgendwo jetzt gerade noch einen Händler gehabt, oder? Ich muss mal gerade schauen. Hier. Was hast du denn? Ich bin, glaube ich, mittlerweile so weit, dass wir sowieso ein bisschen handeln müssen. Wir haben so viel Scheiß. Oh, der hat sogar eine Menge dabei, ey. Vielleicht decken wir uns zum Beispiel hier mal mit richtig leckeren Sachen ein. Ach, das ist Lager. Handeln muss ich natürlich klicken. Wassermelone habe ich. Müssen wir mal kurz hier schauen. Eigentlich brauche ich an Nahrung überhaupt nichts, ey. Aber vielleicht, um die Vielfalt ein bisschen zu erhöhen. Was nämlich zum Beispiel Eier angeht. Wie viele Eier haben wir denn? Auch 3000. Hummer haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Vielleicht kaufen wir einfach mal 2000 Hummer ein. Salat, rote Beete. Nee, ich glaube, sowas werden wir nicht kaufen. Quitten. Was auch immer das ist. Stein. Hier, die 200 Steine, die kaufen wir auch weg. Zunderbündel, keine Ahnung, was wir damit machen. Rettich. Habe ich Rettich? Haben wir Rettich als... Ja, Rettich haben wir schon. Brauchen wir... Oh, weiße Maulbeerensamen. Die haben wir, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, Maulbeeren ist aber auch nichts anderes als... Oh, die haben wir auch schon, okay. Als Kirschen, meine ich. 1000 Plätzchen. Ich glaube, die nehmen wir. So, was brauchen wir denn noch? Kerzen. Wie viele Kerzen habe ich noch? Aber auch 1200 Kerzen. Tja. Nö, ich denke, das sollte reichen. So, was geben wir ihm denn dafür? Ich denke, wir fangen mit unserer Nahrung hier an. Was haben wir hier komplett? Gurken haben wir derbst zu viele. Ah, die habe ich nicht in diesem Lager. Die habe ich, glaube ich, in dem anderen Lager. Hm, Brokkoli. Gut, dann machen wir das Brokkoli weg. Dann kriegt der 4000 Brokkoli. Und will noch 400, was kriegt er denn? Kriegt er hier noch 400 Soja. So. Her damit. So, und das werden sie eh gleich wieder auffüllen. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal ein bisschen was... Oder sind was losgeworden. Hier ist gerade kein Händler. Gut. Und dann gehen wir jetzt erstmal nach hier oben und schauen hier weiter, dass die Häuser hier langsam abgerissen werden. Ja, hier vorne müssten sie jetzt eigentlich die ganzen Sachen hinschmeißen. Achso, ich muss noch mal was gucken. Was denn unsere Friedhöfe sind noch gut. Die Kirche. Ja, bald dürften wir die dritte Kirche bauen. Ich glaube, wir haben doch hier irgendwo noch... Ach, das ist die Schule. Ach, die Schule ist auch am Cap. Ja, sehen Sie mal. Sehen Sie mal, jetzt sieht sich euch schon. Ja, mit mir ist zu Ende heute. Ja, heute ist ein Samstag später Abend schon. Ich bin heute echt nicht dazu gekommen. Und da jetzt auch ich mich ziemlich viel mit dem Streaming auseinandergesetzt habe und jetzt in dieser Woche war auch von Montag bis Freitag auf Profi-TV auf Twitch immer was los. Da habe ich Dying Light gezockt wie ein Wilder. Und das werden wir... Oh, College. Vielleicht bauen wir das College. Ach, das wollen wir nicht hierher bauen. Jedenfalls, wenn ihr da mal vorbeischauen möchtet, könnt ihr das natürlich tun. Da ist eigentlich irgendwie mal so zwischendurch ein Spiel, was ich nicht let's playe, wird da mal angetestet. Oder wie gesagt, bei Dying Light aus dem einfachen Grund, weil das bei YouTube bis jetzt noch nicht möglich war. Also jetzt ist es, glaube ich, inzwischen möglich, aber weil die Richtlinien mit diesem FSK 18 Spiel ein bisschen krasser waren. Und bei Twist ist das irgendwie, glaube ich, scheißegal. So, wo wollen wir denn jetzt hier unser schönes College hin? Ich glaube, das sollte schon mal so einen kleinen ausgefallenen Platz bekommen. Und das wäre cool, wenn das vielleicht hier unser am See wäre. So hier, College am See quasi. Hier vielleicht an dieser Brücke. Direkt gegenüber dem Wasser. Wie viele Leute denn da hingehen?
Ja, das weiß ich gar nicht so genau. Wir haben da die normalen Schuhe. Nee, wir machen das ruhig hier in die Siedlung. Ich glaube, das stellen wir hier in die Doppelstraße. Ja, ich denke schon. So. Da kommt das College hin. Das sollte dann ein paar mehr Schüler aufnehmen. Mach ich mal kurz auch auf 10. Ich hätte gerne mal gesehen, wie viele dann da reingehen an fleißigen kleinen Schülern. Wird das erstmal alles weggeholzt hier. Ach hier, die Steinwege sind auch nicht fertig. Ah ne, hier waren ja nur war ja nur Landstraße, hätte ich bald gesagt. Habe ich hier den Weg fertig? Nee, oder? Geht hier überhaupt ein Weg rüber? Das habe ich ziemlich knapp gebaut gleich, oder? Ja. Da ist irgendwie eine ganz schön steile Kante. Vielleicht kann ich da einen Tunnel durchbauen? Das wär's jetzt. Schade. Ja, irgendwie haben die das hier so hochgestuft, wo ich dann wahrscheinlich die beiden Fischerhütten hingeknallt habe. Können wir nur bis da bauen. Dann können wir hier ein Feld. Und da können wir nichts machen. Naja, wenigstens hier können wir es. So, und dann kommt da noch ein Weg hin. Gut. So machen wir das. So, und da ist auch schon die Grundplatte, hätte ich bald gesagt. Sieht aus, als ob die das wirklich in Beton gegossen hätten hier. Und da ist der nächste Händler. Und der ist diesmal hier unten. Da gucken wir, ob wir ihm noch irgendwas andrehen können hier. Oh, Kartoffeln. Ich glaube, Kartoffeln haben wir noch nicht. Und das ist auch eine sehr gute Nahrungsgrundlage. Kartoffeln ist, glaube ich, echt die Sache, die sollte jeder halbwegs bewusste Siedler mitnehmen. Die haben wir noch nicht, genau. Och, Hanf müssen wir auch noch anbauen. Wir müssen ja auch nochmal Seile bauen, Mensch. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Ja, auf jeden Fall kaufen wir die Kartoffeln. Die 200 Eisen nehmen wir auch weg. Hammelfleisch, nee. Butter. Ich glaube, die Butter nehmen wir mit. Die Gerste möchte ich nicht. Kichererbsensamen. Die nehmen wir auch mit. Lampenöl. Ja, weiß ich nicht. Ist ganz schön was wert, ey. Ich glaube, die nehme ich einfach mal mit. Hier. 10 Lampenöl. Legehennen. Kastanien, meine ich, habe ich schon. Legehennen haben wir natürlich auch. Wo ist denn hier... Wassermelonen haben wir, glaube ich, auch nicht. Mensch, so viele schöne Saatgutgüter. Die nehmen wir. Ach, das sind Wassermelonen. Ach so, nee. Blödsinn. Kastanien wollte ich gucken. Esskastanien, ja. Ja, gut. Nee, dann haben wir... Ich denke, alles, was wir wollten... Sehen Sie mal. Mein Gott, was habe ich denn heute? Warum sieht sich euch denn heute immer? Und warum ist hier nichts zum Handeln drin, sehe ich gerade. Hier liegt so viel Scheiß drin, das will alles nicht haben. Das sind alles im oberen Lager. Na, ich kann jetzt mit Eisen bezahlen. Warum überhaupt liegt hier so viel Eisen? Warum habe ich denn das Eisen überhaupt hier reingepackt? Echt? Das habe ich hier reingepackt. Das sollte überhaupt nicht da drin liegen. Na, was ein Scheiß. Jetzt muss ich das erstmal umlagern. Weil wir natürlich jetzt 9.350 Einheiten brauchen. Die liegen hier. Müssen wir mal gucken, mit was ich hier... Eigentlich kann ich auch direkt wieder aus dem Hauptlager nehmen. Ich glaube, da haben wir auch genug. Ich guck mal eben. Dauert einen kleinen Augenblick hier, bis ich das auseinandergecheckt habe. Fisch zum Beispiel. Haben wir 4000. Hier, knall doch mal hier ein bisschen Fisch rein ins Lager. Warum ist hier kein Fisch drin? Habt ihr noch nicht gemacht? Ich glaube, hier arbeiten eindeutig zu wenig Leute. Ja, das wäre sogar alles erledigt. Wahrscheinlich haben sie hier oben erst das Ding voll gemacht, oder? Ich stelle hier mal die Arbeit ein. Ich mache das mal auf 6. So, jetzt macht ihr mal hier oben gar nichts.
Jetzt füllt hier unten mal bitte das Lager auf. Das heißt, also, was will er noch zum Handeln haben? Wildbret. Denke haben wir auch. Gucken wir mal, können wir das hier noch reinschmeißen? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Rindfleisch. Eigentlich sollte ich das mal. Ach, es ist nach Name sortiert. Dann müssen wir auch bei W gucken. Wildbret. Ja, es ist auch schon angewählt. Ist alles schon angewählt. Aber die haben noch nichts gemacht. Was ich hier aber auf jeden Fall reinschmeißen möchte, mehr als diese 4000 Gurken. Wir machen da 8000 Gurken draus. So. Warum wird das weniger? Ach so, ihr packt das Eisen jetzt daraus. Ja, klar. Jetzt muss ich hier erstmal warten, bis hier irgendwas. Ja, der echt. Das, der will sogar Gurken haben, ey. Und die packen hier nichts davon rein. Damit könnte ich das alleine schon bezahlen. Hier, wir machen das mal. 9000 Gurken. In der ganzen Zeit hätte ich ja erwartet, dass die das ja schon voll gemacht haben, das Ding. Gut, mal gucken, wie lange der Händler da bleibt. Oh, er ist schon abgehauen. Nee, doch nicht. Das war der andere. Ich hoffe, er bleibt wirklich jetzt hier lange noch da und lässt noch mit sich reden. Jetzt holen sie erst das ganze Eisen hier raus. Ja, 1200 sind noch drin. Na, ich glaube, der haut vorher ab. Vielleicht müssen wir gucken. Kann ich ja gar nicht. Ich kann echt mit gar nichts handeln. Ich hätte jetzt gesagt, wir kaufen kurz was raus vorher. Aber wir haben noch nichts Wertvolles hier drin. Und die lassen sich echt erst gemütlich Zeit, das Eisen hier rauszuholen. ...700 haben sie noch drinne. Wo packen jetzt alles hin? Jetzt packen sie das hier rein, oder was? 1200 Eisen, ja. Das packen sie wohl alles da rein. Ich sollte hier eigentlich nochmal ein Lager hinbauen. Fehlt sowieso, weil wir haben ja auch eine Produktion hier. Kann man hier vielleicht was nebenstellen? Ne, da hätte ich gerne, glaube ich, lieber Häuser hin. Ich glaube schon, dass wir das lieber hier vielleicht mit an die, ja, was machen wir hierher, oder? So. Irgendwie müsste das auch eine doppelte Straße sein hier inzwischen, glaube ich. Weil. Ach so, können wir da bis da. Aber da kommt schon der nächste Händler. So, kurz mal Pause. Haben wir jetzt zum Handeln was irgendwie. Mann! Was machen die ganze Zeit hier? Immer noch nicht alles Eisen raus. Es ist sogar auf der anderen Seite ein Händler wieder da. So, jetzt macht aber mal langsam hin hier. Was? Warum packt ihr jetzt wieder was da rein? Jetzt seid ihr blöde. Ihr sollt es da rausholen. So, jetzt aber. Da kommt der erste Fisch. Na, das wird nichts mehr. Nee. Der wird abhauen. Gehen wir mal kurz hier oben gucken, was der zweite Händler für uns hat. Bambus, Ahorn, Früchte, Wassermelonen. Nee, das ist alles nur. Nee, den brauchen wir nicht. Von den Nahrungsmitteln haben wir genug. Ich konzentriere mich jetzt erstmal auf den Kollegen hier unten. Da paddelt er weg. So, ist das College eigentlich fertig? Achso, wir brauchen einen Lehrer mehr. Da sind direkt. Ach, die passen drei rein. Wie viele Lehrer habe ich denn jetzt hier? Da. So. Jetzt sind sie voll besetzt. Die passen da maximal rein. 100 oder was? Naja, von mir aus. So, wir haben 1300. Ne, wir brauchen mindestens. Also am liebsten hätte ich natürlich die Kartoffeln hier. Da.
Da brauchen wir mindestens 3500. Ja, ich sag's ja, der Knecht wird vorher einfach abhauen. Müssen wir vielleicht erstmal die Sachen hier nullen, die ich nicht so dringend brauche. Lampenöl zum Beispiel. Die Kichererbsen, Samen behalten wir mal drin. Hier machen wir auch null. Wir machen erstmal nur die Kartoffeln, die Kichererbsen, Samen. Kastanien habe ich schon. Also mindestens 6000 brauchen wir. Einer war echt geduldig, der Händler, dass er so lange stehen bleibt. So, den Fisch haben wir voll. Ich sollte mit der Baumwolle mal anfangen, die ist mehr wert. Da kommt schon der nächste Händler auf der anderen Spur, ey. Ja, ich kann ihm Nahrung, Fische schon anbieten, aber das ist erstmal die Hälfte. Aber da können wir uns vielleicht wenigstens... Ah, die kosten 3500 sogar. Wenigstens die Kartoffeln hätte ich doch gerne. Hier, da kriegst du die 1000 Wildbret obendrauf. So, dann haben wir die Kartoffeln schon mal. Alles andere ist dann jetzt Bonus. Solange er noch hier bleibt. Behalten wir ihn mal hier in dem Fenster und schauen jetzt erstmal hier oben, ob die meine ganzen Gebäude da weggerissen haben, wie ich das haben wollte. Jawohl, da liegt jetzt ganz viel Stuff rum. Warum habt ihr das nicht gleich nach da oben gebracht? Oh, weil das Lagerplatz für Eisen komplett voll ist, okay. So, und dann müssen wir nämlich jetzt hier diese Straße hier wegreißen. Ja. Da kommen dann vier Felder hin, in einem Idealfall. Und wir haben wieder 1000 Wildbret hier, 1500. Wir brauchen aber 2,5. Das dauert noch eine Ecke. So, jetzt rennt hier nicht einfach alle dumm rum. Macht mal hier den Weg weg. Wir haben jetzt so viele leckere Sachen, die wir anbauen können. Gerste, Brokkoli, Erbsen, Gurken. Ja, die können wir bald mal wegmachen, ey. Gurken haben wir so viele. Keine Ahnung warum, ey. ...2000 haben wir. Die ganzen Häuser müssen eigentlich auch noch weg hier. Das ist so voll alles hier. So viel Sojabohnen. So, jetzt machen sie den Scheiß hier weg. Und da ist sogar schon der nächste Händler. Echt, der bleibt wirklich lange, der Knecht, wa? Was hat er jetzt wieder hier? Ach, der hat auch wieder nur... Ja, ich könnte auch nur mit ihm tauschen. Das Einzige, was ich wirklich dann immer kaufen würde, das wäre dann vielleicht dieses schwer zu produzierenden Sachen. Hier zum Beispiel Käsebrot. Das ist, glaube ich, ganz interessant. Käsebrot, Plätzchen wären auch noch ganz lecker, denke ich. Wir machen jetzt hier wieder hier... Nee, Mehl, nee. Ja, ich denke, die Sachen hier werden wir kaufen. Brennholz... werden wir dafür aber nicht benutzen, sondern natürlich, haben wir gerade gesagt, die Milliarden Tonnen an Sojabohnen, die wir haben. Und dann kriegst du noch 3900 lecker Erbsen. So, darfst du auch wieder arbeiten. Jetzt stelle ich jetzt 12 ein, aber 6 da, 6 da, die können das Ding gleich wieder voll machen. So, wie schaut's hier aus? 1500, das reicht noch nicht. Ihr müsst nur ein bisschen Gas geben, Leute. Das dauert alles zu lange. Oh, da warum klingt mein Handy jetzt? Wirklich, haben wir ja schon die halbe Stunde voll, oder was?
Meine Fresse, das ging aber echt ruckzuck gerade. Ich hätte ja wenigstens jetzt noch hier oben... Ich lasse es mal offen hier. Hier, genau. Jetzt machen wir hier wenigstens das noch. Dass wir hier die 11x11 Feldern hier hinsetzen. Ich denke doch... Ja, dann ist das halt ein Stück kleiner hier. Nicht so wild. Das machen wir so. Und das dürfte noch 11x11 hier hinpassen. Oder nicht ganz. Ach. 9x11. Naja. So. Irgendwas ist ja immer. Auf jeden Fall haben wir den Platz gut ausgenutzt. Und dann wird das nämlich... ich denke, wir machen jetzt auch direkt schon die Kartoffeln hierher. Ne, warte, wir machen das anders. Wir haben ja sowieso Gurken en masse. Dann wäre das jetzt nämlich hier erstmal Kartoffeln. Auch wenn die jetzt wahrscheinlich die Felder wieder wegreißen, ist auch egal. Hier machen wir die Kartoffeln. Und hier machen wir jetzt... nein, Sonnenblumen habe ich hier, oder? Ne, das ist Sojabohnen. Ich glaube, das Sojabohnen machen wir ganz weg. Ekliges Zeug. Also wir machen es erstmal ganz weg. Gucken wir nochmal. Wir haben Brokkoli. Wir haben Erbsen. Wir haben Kartoffeln. Sojabohnen. Und hier machen wir denn... Ah, hier Kartoffeln, ne? Ja. Sonnenblumen. Weil die schön aussehen. So. Und dann machen wir auf die neuen... Brokkoli. Brokkoli haben wir schon. Erbsen. Nee, Kohl haben wir keins mehr. Kohl. Gut. Ihr seid jetzt Kohl. Und die beiden dann auch. Aber ihr seid natürlich hier keine Felder, wo drei Leute arbeiten, sondern nur einer. So, und dann gucken wir nochmal. Bauern, 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 Bauern. Wo sind sie? Wo sind sie? Lehrer, Händler, Bauer. Zack, zack, zwei mehr. Gut, dann wird das hier unten noch Kohl. Wenn das hier fertig ist. Reißen die jetzt die hier Dinger, die weg, die Kartoffeln, oder machen sie? Weiß ich gar nicht, ob sie das einfach wegreißen jetzt. So, wir haben jetzt bald hier die Kichererbsen voll. Eigentlich müssen das hier 2000 sein, sind es aber nicht ganz. Dann seid ihr 1000. Ach so. Das war ein bisschen viel. Und so, nein. Ach komm, diesen einen hätten wir auch schenken können. Hier kriegst du noch einen Sojabohnen. Fahr dazu. So, dann haben wir auch die Kichererbsen. Und ich denke, dann haben wir das Wichtigste an Saatgut von ihm gekauft. Die Kastanien wären noch nice to have, aber da können wir noch mit warten. Nee, Quatsch, die Kastanien haben wir ja schon. Alles gut, dann passt es ja. Dann haben wir die, genau die gekauft, die ich haben wollte. Ach ja, genau. Es hat geklingelt. Ja. Dann war es das auch schon wieder für diese Woche mit Banished. Ich danke fürs Einschalten. Und wenn ihr Bock habt, schaut doch mal bei Profi TV rum. Bei Twitch einfach mal reinpacken. Oder ich denke, in der Videobeschreibung dürfte es auch schon stehen. Über Twitter seht ihr dann eigentlich immer am schnellsten, ob ich da mal was streame. Oder geht natürlich auf einmal mit-profis.net. Da ist alles auf einem Fleck, wenn ihr uns verfolgt. Und ihr macht das. Ich vertraue auf euch. Haut rein.